So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge Wildes Land. Nee, nicht Wildes Land. Was laber ich hier schon wieder für einen Stuss? Zweite Folge von dem netten Let's Play hier. Genau, ja. Heute protecten wir so ein bisschen und heute protecte ich so ein bisschen mit Markern und so. Und ja. Genau, dazu muss ich jetzt erstmal hier die Bäume fällen. Weil ich glaube, ich bin auch immer ein bisschen unentschlossen, wie ich das Haus hier so ein bisschen bauen soll. Aber ich denke, ich baue hier einfach, muss das alles ein bisschen abholzen, so ein klein bisschen. Dann baue ich einfach ein Haus rein. Aber ich muss zuerst mal die ganze Scheiß protecten. Ja, ich habe jetzt protected. Ich habe es Torx Haus genannt. Aua. Ja. Genau, da habe ich auch schon ein paar Giant Secure Dinger bekommen. Ich denke, ich holze den Baum jetzt noch ein bisschen weiter ab. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Ich werde aber jetzt erstmal auf Erzsuche gehen, weil ich habe es jetzt protected. Da kann mir jetzt keiner in die Höhe gekommen jetzt so schnell. Genau. Ich muss ja erstmal gleich noch hier ein bisschen Essen craften. Am besten mache ich mir erstmal gleich einen Ofen. Holz habe ich ja noch genug, genau. Weil Holz in der Mine sollte man nicht vergessen. Das ist ein etwas doof. Genau. Und dann. Ja. Ich habe hier schon ein Ding gesehen. Als ich hier gerade früher protected habe, die Schräg abgelaufen bin, wo ich protecten will, habe ich hier gerade schon schöne Dinge gesehen. Ich kann die bloß nicht abbauen. Hä? Ach so, braucht man dafür Stein? Ey, also seit wann braucht man dafür Stein? Hä? Braucht man dafür immer schon Stein? Oh, ich habe zwei noch an. Okay. Sehr interessant. Das wusste ich jetzt nämlich auch noch nicht. Dass man dafür Stein braucht. Ja, jetzt geht's, okay. Das ist ja witzig, okay. Ja, gut. Jetzt ordentlich schön schon Ding. Iron. Dann kann ich das gleich direkt braten. Mann, ist hier viel Iron. Also für die Oberfläche. Ist ja ordentlich viel Iron. Kann ich mir direkt eine Picke bauen, eine Eisenpicke. Und dann. Ja, ich denke hier ist nichts mehr. Habe ich das hier schon mal so weit ausgebeutet. Jetzt brauche ich aber Stein. Ich brauche 8 Stein für den Ofen. Also ich nehme jetzt hier noch die paar Stein mit. Und dann werde ich eh demnächst genug haben. Dann crafte ich mir mal hier so ein bisschen Stein. Einen schönen Ofen. Da kommt jetzt unten Holz rein und oben wird dann erstmal schon ganz viel schön Essen machen. Ja, so ist fein. Genau, ja. Jetzt wird erstmal hier ein bisschen gebraten. Nehme ich den Ofen mal wieder mit hier. Habe ich den Ofen nicht abbauen kann? Ah, doch, kann ich. Seltsamerweise, okay. Dass das nur nicht vorne angezeigt wird, das wundert mich gerade etwas, aber okay. So, dann baue ich mich hier mal wieder raus. Und ich kann eigentlich Strom machen. Müsste ich ja bei mir oben sein, genau. Z-Home kann ich ja eh mal hinsetzen. Dann mache ich mich hier oben mein Z-Home. Oder ich mache hier. Ja, ich mache einfach mal mein Z-Home hier oben. So, dann habe ich jetzt auch oben Home. Ich esse direkt mal wieder was. Und ich muss mir direkt eine Lock Chest machen. Da kann ich den ganzen erstmal den ganzen Anfangsstuff reintun. So, baue ich mir erstmal eine schöne Chest. Eine Locked Chest. So schnell hatte ich, glaube ich, noch nie Locked Chest in dem Let's Play. So, hier. Da ist die wunderschöne Chest. Und da kommt jetzt erstmal so ein bisschen Essen rein. Ich glaube, meine zwei Öfen, die stelle ich dann direkt hier rein. Hin. So. Dann kommt hier ein Giant Sequoia Sapling rein. Der kommt da auch rein. Das kann da eigentlich alles rein. Ne, ich mache mir direkt eine Picke. Dann nehme ich nur zwei mit. Und ich nehme noch 10 Holz mit. Das ist dann nicht so schlimm, wenn ich sterbe. Dann kann ich mir direkt ein Dia. Obwohl, Schwert brauche ich mir eigentlich nicht machen.
Ich renne einfach weg. Mache mir direkt eine wunderschöne Picke. Und jetzt wird direkt gemint. So viel erstmal, dass ich erstmal klarkomme. Und dann brauche ich mir einen kleinen Diktron, mit dem ich dann mehr minen kann. Und dann mit noch einem größeren Diktron, mit dem ich dann noch mehr minen kann. Ja. Und ich weiß gerade nicht, wie ich da runterkommen soll. Deswegen ist, glaube ich, erstmal sinnvoller. Wie baue ich mich denn da runter? Mit Leitern ist etwas doof, weil dann brauche ich immer Holz und dann habe ich auch keinen Fallschacht. Elevator wären halt praktisch, aber ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal ein paar Leaves holen. Da waren ja vorhin welche. Gehen wir einfach ein paar holen. Mache ich mir jetzt erstmal so eine Schere. Wie hieß denn die? Schier? Genau da. Brauche ich einen Holzklumpen für. So. Ja, ich habe es doch gerade doppelt geklickt. So. So, jetzt habe ich mir mal eine Schere gemacht. Ich glaube, ich setze auch ein Home unten noch. Das nervt immer runter zu klettern. Das nervt echt immer runter zu klettern, weil das ist. Das ist recht nervig, aber passt eigentlich. Machen wir mal Set. Ich setze ja in die Mine wahrscheinlich. Muss ich da nicht immer runterkraxeln. Und jetzt muss ich diese Dinger da finden, aber ich glaube, die waren an Dschungelbäumen und die habe ich, da bin ich vorhin lang vorbeigelaufen. Ah, da vorne sind welche, okay. Dann kann ich mir nämlich eine schöne Rope craften, die ich dann aber sehr sinnvoll setzen sollte. Hier, das. So, jetzt habe ich 5 Ropes, jetzt habe ich 6 Ropes, das sollte passen. Und ich mache mal direkt mal so eine Rope. Perfekt. Hab ich doch eine. Jetzt gehe ich in meine Home und setze die hier oben hin. Da muss ich mich jetzt hier durchbauen. Sehr klug von mir gesetzt, muss man sagen. Tue ich die Rope direkt in meine Locked Chest, damit man die nicht so mitnehmen kann. Das reicht auch erstmal, die Bodenleiter, die baue ich jetzt eher ab. Cutten kann da auch weg. Einer davon kann da auch rein. Ja, passt eigentlich so. Dann baue ich mir nämlich hier zweigleisig. Also zwei mache ich dann ab hier, denke ich. Baue ich mich hier langsam runter. So, Rope, komme. Hey, die Rope, die kommt. So. Dann grabe ich mich hier mal ein bisschen weiter runter. Immer auf der Suche nach Höhlen. Aber ich muss erstmal ein bisschen runter, 100 Meter oder so. Oh, und hier ist direkt Eisen. Das nehme ich doch gerne mit. Was war das gerade? Ich spiele übrigens auf 20 Meter Sichtweite, weil sonst die FPS noch weniger werden. Ich dachte gerade, die Rope hat schon wieder verkackt. Ah, da ist schönes Eisen. Ich nehme ganz viel Eisen mit, damit ich mir schnell möglich einen Diktron machen kann. Und das bringt mich eigentlich voll. Oh, Kohle, das ist gut für Diktron. Kann ich auch gut gebrauchen. Ich kann eigentlich alles gut gebrauchen. Aber ich laber einfach schon wieder vor mich hin und Silber kann man auch gut gebrauchen. Ich nehme einfach erstmal alles mit, was ich an Erzen gut brauchen kann. Also man braucht eigentlich alles an Erzen, weil man, wenn man Technik machen will, dann braucht man eigentlich alles an Erzen. Und wie viel Eisen habe ich denn jetzt schon? Ich habe schon 11 Eisen. Es hat sich doch gerade rentiert, schon mal eine Eisenpicke zu machen, oder? Also das hat sich jetzt eigentlich voll rentiert. Sonst gräbt man sich halt hier mit einer Steinpicke oder so runter. Und jetzt habe ich hier Gravel vor mir. Das ist super. Gravel freut mich immer extrem. Ich glaube, ich mache auch noch ein Tutorial, wie man aus dem Nether rauskommt, obwohl ich das selber noch nie geschafft habe, mich selbst aus dem Nether rauszubauen, ohne alles. Aber das mache ich dann wahrscheinlich irgendwann mal. So ein kleines Tutorial oder so. Ich bin jetzt bei minus 40 Metern, okay.
Ich glaube, ich baue kein Atomkraftwerk, weil es dann doch zu lange dauert, das alles zu craften. Ich glaube, ich baue nur MV-Strom. Weil ich einen Tool-Repairer haben will. Und der halt bei MV läuft, auf Technik. Also mir macht Let's Play jetzt schon Spaß. Und ich nehme direkt alles mit, was ich kriegen kann. Das ist natürlich klar. So. Dann hier noch das Eisen mitnehmen. Ja, Mann, ist hier viel Eisen. Ja, gut. Meine Pick ist eh gleich am Arsch. Dann crafte ich mir doch jetzt mal einen wunderschönen Ofen. Und den betreibe ich jetzt hier mit wunderschönem Holz und mache mir daraus eine 6 Eisen. Crafte mir das hier gerade mal grob zusammen. So. La la la. Ja, es dauert jetzt etwas, aber es geht. Was haben wir denn hier schon? Tin, Zink, Silber und Kohle. Kohle ist immer gut. Tue ich hier direkt noch den Rest rein. Crafte ich mir schon mal da eine Picke draus. Da crafte ich mir doch noch schon mal eine Picke raus hier. So. Habe ich schon mal eine Picke. Wieder eine Picke. So, hier. La 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 la. Bisschen Minen. Das macht Spaß. Solange man nicht auf Dungeon Master trifft, macht es sehr viel Spaß. Denke ich, mine direkt bis 200 Meter runter. Weiter würde keinen Sinn ergeben, weil ich dann eh auf 200 Meter mine. Ich kann eigentlich auch auf 100 Meter minen, aber ich glaube, es gibt am meisten Sinn, wenn ich auf 200 Meter mine, weil dann kriege ich auch noch Uranium. Oder wie Doppik immer sagt, Uran. Aber ich sag's jetzt in diesem Let's Play extra falsch. Er wird es wahrscheinlich eh nicht angucken. Aber egal. Oh, mein erstes Kopper. Dann kann ich mir direkt eine Kopperrüstung machen. Yay. Also eine Bronzerüstung. Ja, ganz viel Kopper. Yay. Ich lege jetzt erstmal den Wert nicht so auf Rüstung, sondern auf erstmal Erze. Damit ich mir schnell einen Diktron machen kann. Weil der Diktron, der bringt viel, viel mehr Erze. Also das ist, da kann ich in einer Folge das Doppelte erminen, was ich davor hatte. So, hier ist jetzt auch nichts mehr, aber da ist noch was. So. Und weiter runter. Und ich bin in keiner Höhle, das ist gut. Der Ding kommt irgendwie nicht hinterher. Nicht so wirklich. Ah ja, ich muss ja auf 100, auf 200 Meter. Jetzt komm mal, mach mal schneller hier ein bisschen. Komm, Rope, schneller, danke. La 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 la. Und ich bin bei 19 Minuten. Gut, dann breche ich gerade diese Folge an dieser Stelle ab. Ich nehme direkt noch eine auf. Ja, dann danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ja, bis nächsten Samstag wahrscheinlich.